und weiter geht's mit einer meiner Lieblingsübungen für die Brust. Ich mache fast kaum noch Flachbankdrücken. Im Grunde mache ich fast nur noch Negativbankdrücken. Und das ist auch quasi meine Lieblingsübung, weil wir da am meisten Gewicht nehmen können. Wie aber bei jeder Brustübung, ja, sieht man da ganz häufig in Fitnessstudios fatale Fehler. Und zwar, ganz, ganz wichtig, die Ellbogen werden viel zu weit nach außen gesetzt. Ganz wichtig, die Ellbogen bleiben am Körper. Wenn ihr die Übung macht, lasst die Ellbogen in einer natürlichen Bewegung. Wenn ihr runtergeht, gehen die Ellbogen automatisch. Probiert das mal zu Hause aus oder probiert das im Fitnessstudio aus. Wenn ihr das Gewicht ablasst, dann bewegen sich die Ellbogen nicht nach oben, sondern die Ellbogen bewegen sich an den Körper, auf den Körper zu. Wenn ihr dann wegstoßt, dann gehen die Ellbogen auch wieder etwas nach außen. Das ist eine natürliche Bewegung. Mit allem anderen belastet ihr die Schulter, stresst ihr die Schulter. Und wenn ihr beobachtet, dass viele, viele Leute, die im Fitnessstudio trainieren, die Hantelstange hier oben kurz vorm Hals ablegen, die Ellbogen stehen ganz außen, dann wisst ihr genau, die trainieren meistens auch nur 10 Jahre, dann ist der Ofen aus. In den 10 Jahren bauen die aber richtige Schulterpakete auf. Die Arme und Schultern bewegen sich dadurch zwar etwas nach vorne, nur in der Brust, da könnt ihr dann so einen leichten Atomkrater erkennen. Okay? Und gegen diesen Atomkrater zeige ich euch jetzt, wie ihr da Abhilfe schaffen könnt. Die Lösung. Und zwar, wir legen uns hier drunter, richten uns etwas auf und ziehen die Schulterblätter jetzt schon nach hinten zusammen. Ihr dürft auch leicht ins Hohlkreuz gehen, weil ihr liegt hier negativ. Das heißt, ihr habt keine Axialbelastung auf die Wirbelsäule, sondern nur eine Zugbelastung nach unten. Ein Zug, kein Druck. Okay, wir umfassen die Hantel mit der Hand, Daumen um die Hand, fester Griff und sicherer Griff geschlossen, heben das Gewicht raus und niemals direkt runtergehen, sondern immer erstmal 2-3 Sekunden ausbalancieren. Wenn ihr runtergeht und das Gewicht herablasst, dann geht ihr auf die untere Brust, nicht die obere Brust, und drückt das Gewicht wieder weg. Sehr häufig beobachte ich auch da einen Fehler, indem man viel zu weit oberhalb arbeitet, also die Hantel viel zu weit auf der Schulter oder auf der oberen Brust absetzt. Da können wir automatisch kein oder nur sehr wenig Gewicht bewegen und es führt zu Schulterverschleiß. Also immer gleichmäßige Bewegung. Fühlt mal so ein bisschen in die Bewegung rein. Wenn ihr die Bewegung so macht, wie ihr sie von Natur aus machen würdet, natürlich machen würdet, dann würdet ihr sie ganz anders machen, als ihr sie so im Fitnessstudio oftmals auch beobachtet.